Hallihallo, ihr Mädels. Ich habe ein neues Paket bekommen, wie ihr hier sehen könnt. Und zwar von der Himmelsschmiede. Und den Kennern im Game, die wissen gleich ganz genau, worum es da geht. Aber vorher möchte ich kurz abschweifen. Diese kleinen Gümmeldinger hier, ja, mit denen der Inhalt bestückt war. Schreibt mir mal bitte in die Kommentare, aus welchem Material das gemacht ist. Denn wie wir die alle Kackwurst, hat das erstbeste Ding in den Mund genommen, hat gekaut und gesagt, das ist aus Mais. Das kann man essen. Ich glaube, ich spiele, Freunde. Aber zurück zum Wesentlichen. Es gibt wieder echte CSGO-Messer zum Unboxen. Die habe ich in diesem Paket gefunden. Und wie die aussehen, seht ihr jetzt. Ja. So, und da sind auch schon die leckeren Dinge, die dort eingetroffen sind. Wir haben hier insgesamt, meine Damen und Herren, 6 Kartons mit Messern hier, 1, 2, 3, 4, 5, 6 und außerdem 6 Stände, oh, sorry, ich mache das hier über Kopf, 6 Stände, 2 irgendwie, 4 so längliche und 2 so platte, so, aber ich habe mir überlegt, wir machen jetzt pro Unboxing einfach nur 2 Messer, insofern fangen wir doch einfach mal an. Indem ich mir 2 aussuche, ich nehme mal die Ständer schon weg und würde einfach sagen, weil wir Karambits schon haben und ich annehme, dass hier die Karambits drin sind, sind die Karambits schon mal raus. Wir machen diesmal einfach diese beiden Dinger auf und schauen doch mal, was drin ist. Ihr seht hier auf jeden Fall wunderschön das gute Himmelsschmiede-Logo, die sind auf jeden Fall auf jeder Box drauf. So sehen sie aus und ich würde sagen, wir fangen mit diesem Kollegen an und schauen mal, was da drin ist. So, Dille, meine Damen und Herren. Was sehen wir hier Feines? Wir sehen eine schöne Tasche, die ist wieder aus Nylon, da steht Himmelsschmiede drauf. Wunderbar. Die soll uns aber gar nicht großartig interessieren, würde ich sagen, gut, lassen wir sie mal hier liegen. Was haben wir denn hier, meine Damen und Herren? Lecker Schmecker, was ganz was Feines. Und zwar sieht mir das doch glatt aus wie ein gutes, altes... Ja, was ist es? Ein... Jetzt fällt es mir nicht ein. Es ist ein Doppler, ja, ein Gut Knife Doppler, Leute. Da seht ihr es wunderbar hier im Licht. Schön dieser blau-lila Ton und dieses, ja, ich würde sagen, Holz... Griffstück. Das fühlt sich richtig gut an, kann man schön hin und her bewegen. Wunderbarstens, aber wovor ich ja gewarnt wurde, Leute, hier könnt ihr sehen, wovor ich ja gewarnt wurde, ein weißer Rand und zwar hier oben lang. Ein absolut weißer Rand, dort könnt ihr es genau sehen. Der weiße Rand geht auch unten lang, hier seht ihr es. Eieiei, das wurde mir gesagt, ist das Problem bei den Items der Himmelsschmiede, aber ich muss trotzdem sagen, alles in allem fühlt sich dieses Messer echt toll an. So, dann legen wir mal dahin. Das ist also das Gut Knife Doppler. Und jetzt greife ich zum zweiten Item und das ist dieses Ding. Und was da drin steckt, Leute, finden wir es heraus. Nicht wahr? Wunderschön, hier haben wir wieder eine große Nylonscheide, ja. Die etwas anders aussieht als die wir aus dem letzten Video kennen. Die hier sieht ein bisschen stabiler aus, ein bisschen mehr Schnickschnack dran. Beispielsweise kann man sich das hier noch so mit so einem Verschlüsschen an den Gürtel machen oder sonst wie. Drauf steht übrigens auch schon, da könnt ihr sehen, Huntsman. Es wird also wohl ein Huntsman drin sein, aller Schwede, Freunde. Schaut euch doch mal diesen Lümmel an. Hallo. Hallo. Ja, ihr denkt euch, was ist das so schwarz? Das, meine Damen und Herren, ist ein Huntsman Knight. Oh, ist das ein schöner Skin. Schaut euch das an. Und was ganz interessant ist, bei dem kein weißer Rand. Ihr seht, kein weißer Rand. Schwarz, durchgängig, alles klar, wunderbar. Unten auch. Hier ist alles schwarz. Das ist das Huntsman Knight in Schwarz, wie ich jetzt, glaube ich, zum 8. Mal sage. Und das ist durchgängig schwarz, das hat keinen weißen Rand, das finde ich ziemlich cool. Nicht so wie hier, einmal der Vergleich, weißer Rand zu schwarzer Rand.
Da seht ihr es. Das Gut Knife hat einen weißen Rand, das Huntsman Knight nicht. So, und da ich ja im letzten Video auch ein Huntsman angeboxt habe, kann ich das doch gleich mal herbeifischen, um einen Vergleich herzustellen. Hier haben wir nochmal das Huntsman Fate und dazu im Vergleich das Huntsman Knight. Beide haben keinen schwarzen Rand, beide haben aber unterschiedliche Griffstücke. Und zwar haben wir hier einmal ein etwas runderes, ja, und hier ein etwas, ja, eckigeres, durchaus griffigeres. Von der Größe her sind beide auf jeden Fall gleich, vom Material her sehen sie auch gleich aus. Insofern finde ich beide enorm geil. Was ich euch auf jeden Fall noch zeigen möchte, das ist jetzt allerdings nur bei dem Huntsman der Fall, gibt es hier eine kleine Gravur. Mal gucken, ob ihr die erkennen könnt. Muss ich hin? Da. Schaut mal, was da steht. Könnt ihr das erkennen? Da ist Benjamin eingraviert. Da seht ihr es. Benjamin steht dort eingraviert. Das ist auf jeden Fall richtig, richtig geil. Dickes Danke an das Team von der Himmelsschmiede, die das für mich gemacht haben. Und ich würde sagen, das sind die Knives für diese Folge. Jetzt gibt es nochmal Action. Ich denke schon! So, hier seht ihr jetzt nochmal beide Knives, die ich gerade unboxed habe. Einmal das Huntsman Knight, schön in schwarz, wunderbar verarbeitet, kein weißer Rand und mit Benjamin-Gravur. Und in meiner rechten Hand haben wir das Gut Knife Doppler, das hier so schön in einem lila Glanz erstrahlt. Beide wunderschön. Das lila Doppler leider mit so einem weißen Rand oben und unten. Insgesamt trotzdem ein sehr schönes Erscheinungsbild. Ich hätte mir aber dennoch ein Messer ohne Rand gewünscht, so wie es hier bei dem Huntsman der Fall ist. Leute, den Link zu der Seite von Himmelsschmiede findet ihr in der Beschreibung. Lasst mir gerne einen Kommentar da, welches euer Lieblingsknife ist von dieser Woche. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut, tschüss! Ist das eine Scheiße? Kannst du auch hören.